Guten Abend. Ja, ich weiß, ich bin zu früh. Ich habe gesagt, ich komme um 8 Uhr live mit dem Workout. Es ist aber noch gar nicht 8. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe einen riesigen Hunger. Und wir sind theoretisch praktisch gerade am Kochen. Und dann habe ich mir gedacht, bevor wir essen und uns wirklich ganz gemütlich hinsetzen, wir haben nämlich eine ganz lange Nacht gehabt, machen wir hier das Live-Workout. Und wenn du jetzt eben noch nicht dabei bist, dann darfst du dir gerne das Replay anschauen. Und zwar, wie man unschwer erkennen kann, habe ich eine Stange bei mir. Das ist tatsächlich der Stiel von einem Besen. Den Besen habe ich jetzt nur abgeschraubt, damit ich den Besen nicht die ganze Zeit um die Ohren habe. Aber diesen Stiel, ob das jetzt von einem Schrubber ist, von einem Besen oder von was auch immer, den nutzen wir heute. Den nutzen wir zum Workout ab und zu. Nicht oft, aber ab und zu nutze ich tatsächlich gerne ein kleines Equipment. Aber da kaufe ich mir nichts, weil bringt uns ja eh nichts, sondern ich nutze eben immer das, was da ist. Das können Töpfe sein, habe ich auch schon gemacht, können wir auch noch machen. Der Besenstiel, ja, das können auch Steine sein, haben wir am Strand schon gemacht, Workout mit Steinen. Also das, was eben da ist, das wird genommen. Und das Besenworkout, das ist genial und das machen wir jetzt zusammen. Ein paar Minuten für dich hier, um dich zu mobilisieren. Lass uns loslegen. Und zwar stellst du dich gerade hin, geh mal noch ein Stück zurück. Hast die Beine schulterbreit geöffnet, die Zehen und Knie, die zeigen nach vorne. Und du hast deine Hände schulterbreit am Besen, am Besenstiel. Und dann gehst du nach oben. Ein kleines Stückchen zurück und nach unten. Die Schnaken kommen schon wieder. Nach oben, ganz kleines Stück nach hinten und nach unten. Mach das in deinem Atemrhythmus. Nach oben und nach unten. Ja, der Abstand der Hände, der bleibt jetzt immer gleich. Das ist nämlich genau das, was wir mit diesem Besenstiel eben erreichen, dass wir dass wir da nicht so Larifari in der Gegend rummachen. Ne? Weil oft, wenn wir nichts in der Hand haben, dann ändert sich der Abstand der Hände, die Arme sind nicht so gestreckt und das haben wir hier alles gegeben mit diesem Besen. Jawohl, und ein letztes Mal. Oh, dann geht es gleich weiter. Wir gehen wieder nach oben und diesmal machst du zwei Impulse nach hinten. Ja, und wie du siehst, schön weit nach hinten. Und runter und atmen. Bleib schön lang, deine Körpermitte aktiviert. Tap, tap und runter. Jawohl, und dann noch zwei. Gut, so Achtung, jetzt machen wir was. Jetzt nehmen wir die Arme ganz weit, so ans Ende des Besenstiels. Ne? Eine Hand links, eine Hand rechts. Und dann bringen wir den Besenstiel nach oben. Bringen den nach hinten, unten, jetzt ist er hinten, bringen ihn wieder nach oben und nach unten. Nach oben, nach hinten, unten, nach oben und nach vorne. Das ist eine geniale Übung, um hier wirklich die Schultern aufzudehnen, den Brustmuskel aufzudehnen, die Schultern so richtig schön zu mobilisieren. Wenn du dich traust, dann kannst du hier jetzt schon mal bei mir juckt alles, ein bisschen näher zusammengehen. Ja? Je näher du die Hände zusammen hast, desto schwieriger ist es. Ja? Das siehst du jetzt auch bei mir. Schon lange nicht mehr gemacht, diese Übung. Zumindest nicht mit dem Besenstiel, sondern mit dem Band. Ja, und das, wenn du jetzt näher und näher zusammengehst, dann merkst du eben, wo die Schwachstelle ist. Und vielleicht kannst du es bei mir erkennen. Bei mir ist sie gerade auf der rechten Seite. Ja, hängt da wirklich und das kann ich auch genauso bestätigen. So, letztes Mal und wieder zurück. Ja, so trau dich da ruhig ein und jetzt lockern wir uns mal auf. Die Hände, die rutschen jetzt wieder zusammen. Leute, ihr glaubt gar nicht, ich bin so verstochen. So richtig schöne kleine schwarze Biester, ne? Und die finden mich super lecker. Gut, also wieder schulterbreit und du bringst jetzt die Arme auf Schulterhöhe nach vorne und Achtung, jetzt drehen wir, kreuzen die Arme und kreuzen in die andere Richtung. Kreuzen und kreuzen. Hat so ein bisschen was jetzt von Cheerleading, ne? Und so ach, diese ganzen Turner-Dinger, die es da gibt. Schultern bleiben schön tief. Und atmen. Und letztes Mal.
Jawohl. Und dann sind wir wieder auf Schulterhöhe. Schultern tief, Brustbein zeigen. Und dann drehen wir uns mit zwei Impulsen nach links, mit zwei Impulsen nach rechts. Dein Becken bleibt stabil. Es ist wirklich nur die Oberkörperdrehung. Genau, ganz immer den Besenstiel hinterher schauen. Das ist so eine Wohltat. Und letztes Mal. Vorne. Wir öffnen die Arme ein bisschen weiter. Ja, so leicht im V. Und jetzt ziehst du hier ran und lang. Ran und lang. Sehr schön. Von hier gehen wir dann nach oben. Und jetzt ziehst du hier hinter dem Kopf, hier so auf Schultergürtelhöhe und wieder hoch. Hinter dem Kopf und wieder hoch. Weißt du, und das ist einfach, das würdest du jetzt mit den Händen, würdest du nicht so tief nach unten gehen mit den Ellenbogen. Ja? Die Übung, die kennst du ja, die haben wir ja auch schon gemacht. Aber das würdest du nie machen, hättest du nicht diesen Stiel. Und deswegen nehme ich ganz gerne dieses Equipment. Und nochmal, da braucht man jetzt keine Langhantelstange sich zu kaufen, da reicht auch ein Besenstiel. Du kannst ja jetzt auch noch rechts und links so Mehlsäckchen dranhängen. Geht alles. Jawohl, und letztes Mal. Und wir bleiben hier. Ja, jetzt sind wir richtig schön weit geöffnet im Brustmuskel. Zwei Impulse links, zwei Impulse rechts. Auch hier, Becken bleibt stabil, reine Oberkörperdrehung. Jawohl. Letztes Mal pro Seite. Und wir kommen in der Mitte wieder an. Und du bringst hier die Arme nach oben, bringst sie wieder auf Schulterbreite zusammen, holst dir die Arme vor den Körper. Und jetzt, Achtung, jetzt gehen wir ein bisschen rudern. Und zwar, wir tauchen hier links von uns an, dem Ruder ins Wasser, dann holen wir das hinten hoch, gehen rüber nach rechts, tauchen hier ein, holen es hoch, gehen rüber nach links. Ja, du siehst die Bewegung, also jetzt würden wir wirklich das Ruder einmal links und einmal rechts einstechen. Voll übertrieben und du kannst auch die Beine noch ein bisschen breiter nehmen und dann hier noch in die Beine gehen. Ja, also richtig schön diese Bewegung jetzt genießen. Dreidimensional für die Faszien. Spaß haben dabei. Macht natürlich mit Musik noch viel mehr Spaß, als hier so vor sich hin zu rudern. Aber da muss es noch eine Funktion geben bei Facebook, dass man da echt mal mit Musik machen kann. Das nervt mich ja. Jawohl, letztes Mal pro Seite. Sehr schön. Und dann kommen wir in der Mitte wieder an. Und alles, was wir jetzt machen, du kannst dich hier so ein bisschen gebeugt hinstellen, haben gleich noch die Beine was dazu, so ein kleiner Impuls nach oben. Schultern sind tief. Das ist Tiefenmuskulatur, Mädels. Das ist so genial. Und 4, 3, 2, 1 und ab nach unten. Eine Übung. Ich kann nicht ohne diese Übung. Ich meine, es gibt ja noch zig Übungen, die wir jetzt machen könnten. Aber eine Übung machen wir noch. Immer noch leicht gebeugt, leicht gegrätscht. Ziehen wir jetzt hier nach links oben und nach rechts oben. Und in der Mitte, da gehst du immer so ein bisschen tief. Und wenn du zur Seite gehst, sind die Beine gestreckt. Und du kannst natürlich noch viel tiefer gehen, sodass mein Kopf schon gar nicht mehr im Bild ist. Und tief und tief. Ja, du siehst, also hier Spaß haben an der Bewegung. Bringt mir nichts, wenn ich hier mit einer Schlappe hier rumlaufe und keinen Bock habe auf das Training. Ja, wenn ich Spaß dabei habe, dann ja, ist es umso effektiver. Letztes Mal. Jawohl. Genial. Super. Was? 5 bis 6 Minuten waren das mal wieder. Ja, natürlich kannst du jetzt das Ganze nochmal von vorne machen. Das ist ein cooles Workout für deinen Oberkörper, aber auch für die Beinchen und den Po.
Du kannst damit noch so viel mehr machen. Mit diesem Besenstiel. Es ist so gigantisch. Nach vorne, nach oben. Einseitig, beidseitig. Drüber springen von mir aus. Mit den Beinen arbeiten. Squats mit Besenstiel. Es ist gigantisch. Mit einem Besenstiel. Ja, voll genial. Also, ich hoffe, du hast schön mitgemacht. Falls nicht, weißt du jetzt, was auf dich zukommt. Ab in die Besenkammer. Schnapp dir den Besen oder Schrubberstiel oder was auch immer für einen Stiel du hast. Und leg los. Und wir sehen uns morgen wieder. Morgen weiß ich noch nicht genau. Ihr wisst, ihr kriegt auf jeden Fall Bescheid. Eventuell morgen früh mal zum Frühsport hier in der Gruppe. Bis dahin. Ciao, Leute.